Ab 1972 wurden 709 Exemplare der markanten russischen Großdiesellok an die Deutsche Reichsbahn geliefert. In der DDR wurden die Lokomotiven universell eingesetzt. Sie bespannten auf nicht elektrifizierten Strecken Reise- und Güterzüge mit bis zu 2200 Tonnen Zuglast. Die Loks sind auch unter dem Spitznamen Ludmilla bekannt und stehen in diversen Ausführungen teilweise bis heute im Einsatz. Als Vorbild für das Pico-Modell diente die Lokomotive 132-202-3 der Deutschen Reichsbahn. RBD Berlin, BW Frankfurt-Oder mit Revisionsdatum vom 29. März 1985, Baujahr 1975 und gibt den Betriebszustand ab 1985 wieder. Mit der Baureihe 132-232 offeriert Pico ein weiteres hochdetailliertes Modell eines Deutschen Reichsbahn-Klassikers. Das Modell der Baureihe 132 der Deutschen Reichsbahn ist eine Neukonstruktion und kommt als Pico-Expert-Modell in der typischen Deutschen Reichsbahn-Lackierung in purpurroter Ausführung mit breiten Zierstreifen in den Fachhandel. Dieses Modell wird in DC- und AC-Variante angeboten. Die AC-Variante ist ab Werk mit einem Plax 22 Decoder ausgerüstet. Als zweite Farbvariante bietet Pico dieses Modell als Baureihe 232 der Deutschen Bahn AG in Lackierung der DB Cargo Epoche 5 an. Die Pico Baureihe 132 überzeugt durch einen gelungenen Formenneubau und die originalgetreue Umsetzung aller relevanten Details ihrer Vorbildmaschine. Die Modelle der Baureihe 132 der Deutschen Reichsbahn zeichnen sich unter anderem durch feinste Lackierung und Bedruckung aus. Die Baureihe 132 in der Deutschen Reichsbahn-Ausführung mit eckigen Bremslüftern verfügt über Nachbildungen der alten Kühlerlüfter, frühen Frontfenster, realistischen Indusi-Magneten, Dachsegment ohne Spannbänder, extra angesetzten Frontlaufstegen, Pufferaufnahmen mit Tritten, Heizungsstecker, gelungene Maschinenraumeinrichtung, scharf gravierte Drehgestelle und absolut stimmige, durchbrochene Nachbildung der großen seitlichen Lüfterwaben. Das Modell verfügt über zwei Haftreifen, die in diagonaler Anordnung auf den inneren Achsen der beiden Drehgestelle sitzen und ist mit Kurzkupplungsschächten nach NEM ausgerüstet. Die Baureihe 132 besitzt einen schweren Zinkdruckgussrahmen und wird von einem leistungsstarken Motor angetrieben. Das verleiht der Lok exzellente Fahreigenschaften und sorgt auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen. Das Modell besitzt eine Plax 22 Schnittstelle und ist für ein unkompliziertes Nachrüsten mit Sound und größtmöglichen Lautsprecher vorbereitet. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Das Spitzenlicht verfügt über eine Auf- und Abblendfunktion. Das Schlusslicht für Schubbetrieb, das Rangierlicht FZ1 sowie der Maschinenraum und die Führerstandsbeleuchtung ist ebenfalls separat schaltbar. Die Loks der Baureihe 132 gehören zu den deutschen Brot- und Butterlokomotiven,
die im Betriebsdienst weit verbreitet waren und teilweise bis heute in verschiedenen Ausführungen und Nummerierungen auf deutschen Gleisen im Einsatz stehen. Sie sollte deshalb in der modernen Ausführung von Pico in jeder Modellbahnsammlung vertreten sein. Neben den genannten Highlights gehören unter anderem der stimmige Formenbau und die technischen Features zu den hervorzuhebenden Vorzügen des Modells. Das attraktive Modell spricht durch ihr hervorragendes Fahrverhalten, die filigrane und betriebstaugliche Ausführung, Modellbahner und vorbildtreue Sammler gleichermaßen an. Die neu konstruierte Pico BR132 stellt als hervorragend detaillierte Formneuheit mit einer deutlich verbesserten Optik auch für Wechselstrombahner eine echte Alternative dar.